Hier oben ist der Nebel dünner. Wie schön. Oh ja, hier gibt's ein bisschen was zu looten, würde ich mal so behaupten. Kannst du so etwas töten? Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge God of War. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Ja, noch in Niflheim. Der ganze Part, denke ich mal, wird sich heute darum drehen, dass wir hier Nebelechos rausziehen, um ein bisschen stärker zu werden. Ich habe gerade geguckt, was wir noch so verbessern können. Hab das gemacht, was sinnig ist. Ich meine, wir hatten auch irgendwo was, was uns länger gegen den Nebel hier schützt, aber ich habe es jetzt nicht gefunden. Naja, wie dem auch sei, der ganze Part wird sich, wie gesagt, heute darum drehen, dass wir hier Nebelechos rausholen. Und dann werden wir die nächsten Parts, denke ich mal, noch ein paar Nebenmissionen machen. Damit wir allgemein ein bisschen stärker werden, damit wir die Walküren klatschen können. Gut, gut. Auf geht's. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Voll daneben natürlich. Yo! Na, das fängt ja nicht gut an. Wir dürfen hier nicht zu lange brauchen. Desto weniger Nebelechos kriegen wir nämlich. Okay. Das war das erste. Wir haben noch die Hälfte übrig. Ich weiß nicht, reicht das, um noch mehr zu holen? Keine Ahnung. Keine dicke Truhe. Doch, da ist die dicke Truhe. Oh, wir kriegen dann auch ein bisschen mehr Zeit dazu. Das ist schon mal gut. Okay, dann schaffen wir wahrscheinlich noch einen weiteren Raum. Na los. Keine Zeit für sowas. Warten, warten, warten. Großer Treos. Ganz schön knapp. Von rechts. Wie wäre es mit einem taktischen? Ah, da ist ein Dunkelalp. Ach, vergiss es, ja. Taktischer Rückzug ist eine gute Idee. Oh man, das wird nichts mehr. Komme! Okay, wir haben ein bisschen Zeit dazu bekommen. Ja, ich will die halt safen jetzt. Das ist schon ein ekliges Gebiet hier. Okay. So, können wir hier bei dir einen neuen Talisman kaufen? Ich habe meinen gerade verschwendet. Ihr habt genügend Echos und ihr seid nicht tot. Beeindruckend.
Sindri, wie macht man etwas aus Nebel? So seltsam es klingt, die Zwerge, die hier lebten, fertigten aus dem Nebel die tollsten Dinge. Achtet auf noch mehr Nebelechos. Damit kann ich viel anfangen. Okay, kannst du jetzt mehr machen? Also was führt euch zu mir, Freunde? Soßen. Niffelheim Zugangsstein. Okay. Machen wir einfach mal. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo der hingekommt. Okay, ich bräuchte jetzt aber noch einen Talisman. Erzeugt einen reinigenden Nebel, der eine Klänge Menge Gesundheit regeneriert und die Zeit verlängert, die Kratos im verfluchten Nebel von Niflheim bleiben kann. Den sollten wir vielleicht mal kaufen. 1000 Nebelechos. Okay. Wollte ich noch irgendwas? Wo ist denn unser anderer gerade? Nee, Axtknopf ist es nicht. Wie heißt denn das Ding? Ich vergesse es jedes Mal hier, um uns wieder zu beleben. Wiederauferstehungsstein oder so heißt das Ding, ne? Verkaufen. Kaufen. Auferstehungsstein, da ist er. Den hätte ich gerne. 10.000, Alter. Weil er uns halt einfach gerade den Arsch gerettet. Okay, und dann versuchen wir herstellen Talisman den hier zu bekommen. Für 1000 Nebelechos. Nicht vergessen, immer Hände waschen. Das müssen wir noch versuchen. Wie ist denn jetzt Fähigkeiten, Waffenrüsten, Karte, Ziele, Berge. Im hohen Rat der Valkyren müssen wir auch noch. Die übrigen Valkyren besiegen, ja, da sind wir dabei. Die Waldis Werkstatt, Hauptkammer betreten. Zugangsstein hergestellt. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Auf geht's. Okay, Zugangsstein, den müssen wir jetzt. Oh, warte, da ist noch eine Truhe, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay, und Zugangsstein setzen wir jetzt hier ein. Da gibt es jetzt richtig geilen Scheiß. Oh ja, hier gibt es ein bisschen was zu looten, würde ich mal so behaupten.
runtergekommen. Kannst du sie tragen? Nein, sie ist zu klein und zu alt. Wir bringen sie dem Zwerg. Machen wir. Aber jetzt looten wir erstmal. Und da sind auch wieder drei Weltenrisse, habe ich gesehen. Okay. Also ich muss sagen, das hat sich ja richtig gelohnt. So viel Nebel-Echo, so viel Truhen. Krass. Das bringt uns dem Ziel, die Valkyren zu besiegen, ein großes Stück näher. Fette goldene Truhe. Achso, die Truhe hat mich jetzt 1000 Nebel-Echos gekostet, kann es sein? Um die zu öffnen? Ja, okay, verstehe. 2500. 5000. Was? Okay, wir werden hier noch eine ganze Weile verbringen. Das ist doch nicht euer Ernst. Ach du Scheiße. Da müssen wir aber noch eine Menge farmen. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Bei 1000 würde ich gerne erstmal wirklich für diesen Talisman benutzen. 669. Dann hoffe ich, dass wir aus einem der Risse hier auch noch Nebel-Echos rauskriegen. Nicht. Für 10.000 Nebel-Echos und Nebel-Nektar. Nee. Nebel-Anker. Nebel-Nektar. Wow. Nebel-Anker. Nebel-Anker 20.000. 15.000. Alter, was? Ach du Scheiße. Okay, aber sonst ist hier erstmal nichts. Gut. Dann laufen wir auf jeden Fall noch. Oh, wir können nochmal, okay. Heilung, danke. Ruhe aufmachen. Okay. Den haben wir eingesetzt. Da sind noch Nebel-Echos. Ich glaube, hier werde ich jetzt eine ganze Weile verbringen, ne? Alles. Okay, wenn wir die jetzt gesaved haben, dann müssten wir genug für den neuen Stein haben.
gut. Nein, 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 nein. Kratos, was machst du? Oh mein Gott, wie er einfach mit der Attacke da reingegangen ist. Oh, wie dumm war das denn? Gut. Memo an mich selbst. Nicht mit so einer Fähigkeit da in Richtung Falle laufen. Oh Mann. Meine Fresse, die haben aber was ausgehalten. Wie lang jetzt? Das bringt nichts. Ihr solltet in nebelfreies Gebiet gehen. Ja, sollten wir vielleicht mal tun, ne? Oh, was? Oh nein, nicht die Viecher. Hey, die sind wirklich hasse, ne? Nee, absolut nicht. Wir haben auch keine Zeit mehr dafür. Shit. Und wieder alles verloren. Ach, das ist doch scheiße hier. Das macht mich wahnsinnig hier. Vielleicht sollten wir uns erstmal auf die 1000 beschränken. Wölfe. Nee.
Meine Fresse, nee. Ja, wir haben noch viel Zeit, hier ist noch eine Truhe. Ah, ich will es nicht wieder verlieren, aber komm, ich bin zu gierig. Fast 500. Okay, eins machen wir noch. Wo geht's lang? Bis ich da durchkomme. Achso, okay. Wow. Lauf, 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 lauf. Okay, ich glaube, das war sehr gut. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Okay, okay, okay. Da oben ist noch eine Truhe. Noch eine Truhe hier nicht? Nein. Beeilung, Beeilung, Kratos, Beeilung. Und wieder zurück. Oh, nee, wir warten noch kurz. Das wäre schief gegangen. Das wäre sowas von schief gegangen. Los, Kratos, laufen Sie! Bruder, der Fluch! Ja, ja, chill doch mal. Okay. 900 Nebel-Echos gefunden, okay. Jetzt machen wir erstmal den Stein. Aber das, meine lieben Freunde, mache ich dann im nächsten Part. Nehme ich euch mit. Jetzt muss ich erstmal hier wieder kämpfen. Gut, dann würde ich ganz einfach erstmal wieder an dieser Stelle behaupten. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von God of War. Oder in einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.